So, und endlich sind beide Teams vollständig. Die Ready Calls kommen langsam rein. Jetzt aber erstmal die Knife Round. Könnte natürlich schon ein kleiner psychologischer Vorteil sein, wenn man hier die Knife Round recht dominant für sich entscheidet. Allerdings geht es in Anführungszeichen nur um die Mapwahl, um die Seitenwahl. Und die kann Panthers Gaming hier schon mal für sich erobern. Entscheidet sich, stehen zu bleiben. Recht häufig die CT-Wahl, mit der man dann 15 Runden hier eine an und für sich gute Defensivarbeit leisten kann. Auf Inferno, aber gerade so ab Division 3 sieht man immer häufiger, dass die T-Seite entsprechende Taktiken findet, entsprechende Lücken findet, auch ab und zu mal einfach mit einem aggressiven Push Löcher in die Defensive reißt und das Ganze hier deutlich schwieriger macht zu verteidigen. Aber wir sind gespannt, wie Panthers Gaming Black hier auf der CT-Seite agieren wird. Auf jeden Fall erstmal der Standardaufbau mit drei Mann und der First Track von Maybe in der Second mit gegen die Fine Legit. Kommt dann recht zügig wieder zurück, hat zwar nur noch 32 AP, aber dieser First Track, diese Informationen, die man sammeln konnte, waren extrem wichtig. Resports lässt sich davon aber nicht beirren, sondern geht hier weiter mit drei Mann über Apps. Smile smoked lang ab, smoked vor Library ab. Die Smoke auf den Heuwagen. Trotzdem Maybe mit dem nächsten Frag. Der ist hier verdammt gefährlich. Und Luis wird da einfach ignoriert auf dem Balkon. Jetzt ist es nur noch Smile im 1 gegen 5. Und dann dürfte das jetzt ziemlich sicher die Pistol Round sein für Panthers Gaming. Smiley natürlich jetzt in einer ungünstigen Position und dann Maybe tatsächlich noch mit dem Run-Tap. Also, erste Runde geht an Panthers Gaming. Die Pistol Round kann man sich hier relativ einfach snacken. Geht entsprechend in den Force Buy, während Resports aufgrund des fehlenden Bombenplans hier in eine Eco-Runde gehen muss. Tomex als einziger mit der Deagle am Start gegen vier MP9s, eine MP7 und fast 5x Full Utility, was das Ganze natürlich nochmal schwieriger macht hier in dieser Eco-Runde. Die Utility geht die Mitte runter, Molotow, HE. Man geht trotzdem einfach hoch, das Crossfire in der Mitte, aber perfekt. Panics mit dem Refrag. Und jetzt hat man hier tatsächlich die Bresche reingeschlagen, aber Luis ist schon da mit dem Double Frag, nimmt hier noch den dritten mit aus dem Spiel. Und jetzt ist es nur noch Tomix an der Deagle, der hier schon wieder angegangen wird von beiden Seiten, aber er macht nochmal die Frag gegen die Banane. Und dann ist es trotzdem Maybe mit der MP9 und dem Headshot durch die Smoke. Trotzdem schon mal ein erstes Aufbäumen von Resports mit diesen zwei Frags hier aus der Eco heraus. Und jetzt die erste Waffen gegen Waffenrunde. Man spielt bei Panthers Gaming natürlich die Bonusrunde, muss hier versuchen, jeden Dollar, den man kann, anzusparen, um in den nachfolgenden Runden die ein oder andere, den ein oder anderen Rückschlag abfangen zu können und dann vielleicht eine Eco zu entgehen. Respawn jetzt auf jeden Fall ein bisschen verhalten, aber man will hier natürlich irgendwo den First Frag setzen. Und das erste Duell in der Mitte. Ihr kommt gut von Ruli. Jetzt hat er eine sehr, sehr günstige Position. Sobald die Smoke fadet, kriegt man da Probleme bei Respawns. Aber erstmal Luis hier am Spalt vom Heuwagen durch. Und der A-Spot sehr, sehr gut gedeckt. Da kommt nochmal ein HE aus dem Pit. Und Maybe kriegt von Onside tatsächlich noch einen Frag. Und Luis aus Pit heraus mit dem Double Frag. Was ist da los bei Resports? Man ist anscheinend noch nicht fit genug,
für diese Partie. Man hat sich noch nicht gefunden. Spoon hier jetzt von Onside. Doppeldeckung auf lang. Hat noch 95 HP, aber er hat keine Utility dabei. 30 Sekunden auf der Uhr. Ist jetzt natürlich gedroppt, wurde jetzt gehört. Und muss irgendwie versuchen, hier was draus zu machen. Spoon mit dem ersten, er rechnet nicht mit dem zweiten Spieler. Und dann kommt die Unterstützung. Dann kommt Chunky von Short. Somit der Triple Peak gegen Spoon und der hat keine Chance. Nächste Eco-Runde für Wii Sports. Und Panthers Gaming kann nach und nach die Waffen upgraden. Mittlerweile zwei M4s, eine AK, eine Farmers und nur noch eine MP9. Wenn man bei Wii Sports jetzt mit vier Deagles und einer CZ versuchen will, hier irgendwie ein Rezept gegen Panthers Gaming Black zu finden. Jetzt der Drop über Apps. Man kriegt den First Fact. Bekommt zwar viel Damage, aber man verliert nur einen einzigen Spieler. Kommt dann hier auf den A-Spot drauf. Und jetzt muss das hier doch mal aus einer EQ heraus funktionieren. Panthers Gaming aber schon mit der Rotation. Und dann kann Typisch Bär sich hier einfach auf Smile rüberflicken quasi. Und kann auch den Frag machen. Genauso wie Holy Fuck hier den Spoon aus dem Spiel sprayt, der gerade mit seinen Low HP Richtung Spot durchpushen wollte. Jetzt ist es das Überzahlspiel für Panthers Gaming. Und jetzt liegt es an Tomix. Oh, ungünstig. Die Zeit wird reichen. Der Diffuse geht durch. Tomix hatte da den Spraydown richtig angesetzt, aber er hört zu früh auf. Und somit ist es hier quasi die geschenkte Runde für Panthers Gaming, die so hätte eigentlich nicht enden dürfen. Aber trotzdem eine sehr, sehr starke Eco von Wii Sports. Man ist auf den A-Spot gekommen, hat nur einen einzigen Spieler verloren, konnte drei CTs rausnehmen. Die Bombe wurde geplantet. Somit gibt es jetzt 5 AKs, aber auch Panthers Gaming hat natürlich aufgerüstet. Maybe jetzt an der AWP. Dazu gibt es 4 M4s. Und man hat natürlich gemerkt, dass man den A-Spot anspielen kann. Dass Panthers Gaming da Lücken bietet. Und die gilt es jetzt natürlich auszunutzen. Maybe starker Utility-Einsatz über lang. Die Rotation von Panthers Gaming bleibt erstmal aus. Jetzt doch Chunky mit der Rotation über CT. Und das wäre das Zeitfenster gewesen, was man bei Wii Sports hätte nutzen müssen. Währenddessen Tomix hier erstmal mit einem wichtigen First Track in dieser Runde gegen den A-Spot. Jetzt noch die Rotation von Chunky. Jetzt kommt die CT-Smoke raus. Starker Fake von Wii Sports gegen den A-Spot. Tomix, der dann wichtigen Frag zieht. Und die Bombe kann erstmal geplantet werden. Auf den B-Spot. Das müsste hier die erste Runde werden für Wii Sports. Maybe nur noch mit 19 AP. Wenn man den jetzt auch noch aus dem Spiel nimmt, dann ist das ein 5 gegen 3 Überzahlspiel. Und dann wird der B-Retake quasi unmöglich für Panthers Gaming. Oder maybe kriegt hier nochmal den Track gegen die Fine Legend, der da gerade über CT rauspushen wollte. Ah,
ein wichtiger Frag von Chunky. Er verpasst aber den Double Frag, weil Panix aufgepasst hat. Spoon jetzt über CT. Das ist die erste Runde für Wii Sports. Man wird zwar beide Waffen verlieren, doch nicht. Spoon bekommt seine durch. Gerade so in der Ecke. Aber den Retake verhindert. Und das ist momentan das, worauf es bei Wii Sports ankommt. Anschluss zum 4:1. Bei Panthers Gaming gibt es aber nochmal den bei Holy mit der MP9. Ansonsten 3M4 ist eine AWP. Man müsste bei Resports jetzt auf jeden Fall die Folgerunde holen, um Panthers Gaming hier zu resetten. Aber das war fast schon hier der frühe First Track von Maybe, der mal eben in die Mitte reingepusht ist. Holy mit der starken Position und dem First Track gegen Panix ist jetzt hier sehr, sehr gut in der Smoke unterwegs. Kann nicht gerefragt werden. Und kann sich hier nochmal zurückziehen. Natürlich doppelt bitter für Wii Sports, dass man hier jetzt in der Unterzahl mit sehr wenig Utility irgendwie agieren muss. Nächster Frag von Holy und Chunky schon wieder unterwegs Richtung B. Es ist das 3 gegen 5, der Molotov geht raus Richtung Banane, bremst das ganze Spiel von Wii Sports nochmal ab. Es sind nur noch 15 Sekunden in der Runde. Trotzdem jetzt der Go Chunky fast mit dem Spraydown durch die Smoke, aber man ist schon mit zwei Mann in Construction, einer on-site. Man muss jetzt hier irgendwie die Bombe geplantet kriegen. Spoon nochmal mit dem Refrag, aber der Bombenplant zu spät angesetzt. Die Runde geht an Panthers Gaming. Und die können ihren Vorsprung weiter ausbauen. Nehmen hier noch zwei AKs und die AWP mit in die nächste Runde. Während Wii Sports langsam gucken muss, was sie kaufen. Denn das Geld wird langsam von Runde zu Runde immer knapper. Ah, Chunky mit dem First Rock in der Banane. Smile musste da schnell pieken, hatte den Molotow im Rücken. Und zieht dann gegen die Aug, die kürzeren. Aber Panix unterdessen über die Mitte rausgekommen. Und das Spraydown gegen Hulli sitzt besser. Jetzt hat man hier quasi die Kontrolle über die Map. Aber Chunky schon die Banane runtergepusht. Macht den Frag gegen die Fine Legend. Nimmt damit die Bombe aus dem Spiel. Jetzt muss Spoon hier aufpassen. Hat noch 2 HP. Findet aber den Kopf von Chunky, der gerade fokussiert auf Lang war. Und somit die zweite Runde für Wii Sports hier sichern kann. Es gibt die erste Eco bei Panthers Gaming. Und darauf kann Wii Sports hier jetzt aufbauen. Aber auch so eine Eco-Runde kann gefährlich werden. Es gibt aber nur eine CZ, ansonsten eine Flash bei Chunky. Der Rest geht in die Full Eco und dann gibt es den A-Stack. Und da wird Spoon gleich die erste Begegnung machen. Man geht über Apps. Und dann kriegt Spoon hier den Triple Headshot. Es gibt eine AK für Panthers Gaming. Über den Bombenplant auf den B-Spot. Ich denke, man wird bei Panthers Gaming jetzt die AK durchbringen. Gucken, dass man vielleicht noch den ein oder anderen Exit-Track gesetzt kriegt. Wird hier höchstwahrscheinlich auf den Safe gehen.
Zwei Mann in der Banane, zwei Mann über CT. Maybe hat er auf seine Chance gewartet, die bleibt aber aus. Jetzt geht man nochmal in die Banane rein, aber da findet man erstmal keinen. Und Tomex passt hier ebenfalls auf in der Banane. Und bleibt auch dieser Exit-Frag aus. Man bringt vier Waffen durch bei Wii Sports. Und Panthers Gaming kriegt lediglich eine AK gesaved. Anschluss zum 5:3. Langsam aber sicher schwindet der Vorsprung von Panthers Gaming, die jetzt aber in die nächste Buy-Round gehen. Louis als Einziger mit der Mac 7. Ansonsten 3x M4, eine AK. Stark aufgepasst hier von Maybe. Maybe mit dem Double Frag. Maybe. Der Triple bleibt aus, weil Panix endlich den Refrag gesetzt kriegt. Trotzdem wieder sehr viel Schaden, der hier ausgeteilt wurde von Panthers Gaming. Holy über den CT-Bogen mit dem nächsten Frag. Das ist ein 2 gegen 4. Man geht hier zwar nochmal drauf auf den B-Spot, aber da macht typisch Bär das saustark, setzt zum Spraydown an. Ziemlich ungefährliche Runde von Wii Sports. Aber der nächste Anlauf. Man versucht es weiterhin mit dem Standardaufbau. Smile geht hier über die Banane durch, findet direkt den Double Frag auf den B-Spot. Jetzt muss es zügig gehen bei Wii Sports. Komplett geöffnet. Da belohnt sich Smile mal dafür, dass er einfach durch den Molotow durchpusht, mit 31 HP durchkommt. Niemand bei Panthers Gaming hat damit gerechnet, dass man so schnell Feindkontakt hat. Und dann ist es der zügige Double Frag von Smile, der hier den B-Spot öffnet und Resports damit eigentlich die Runde sichert. Wir sehen, Panthers Gaming unternimmt hier gar keinen Versuch, Richtung B zu gehen. Stattdessen geht man geschlossen über die Second mit runter Richtung T-Spawn. Wir jetzt natürlich hier vielleicht noch den ein oder anderen Exit-Track wieder mitnehmen. Aber die Runde muss man erstmal abgeben. Tomex geht rein Richtung CT-Bogen. Tomex verliert hier seine AK. Panix korrigiert da den Fehler. So kann die AK hier nicht mitgesaved werden. Typisch Bär wollte da die Max 7 austauschen. Aber dadurch, dass das Ganze nach der Zeit erfolgt ist, nur mit 1-7 am Start. Es müsste hier maximal den Force-Buy geben bei Panthers. Luis mit der CZ. Chunky mit der Deagle, ansonsten zweimal Free Utility, die gesavte AK und M4 am Mann bei Maybe und Holy Fuck. Und der nächste Anlauf von Wii Sports über die Second mit. Diesmal der Dreier-Stack auf dem B-Spot. Spoon mit dem First Track. Jetzt ist es nur noch
Maybe im Pit und der hat, na klar, Mann, der hat noch reichlich Utility am Gürtel. Der kann hier quasi im Alleingang den A-Spot halten, auf den es jetzt drauf geht. Er ist immer noch unentdeckt im Pit. Spoon mit der Bombe zieht da rum, aber er drückt den Headshot rein gegen Maybe. Flawless Execute, danke, auf den A-Spot. Und jetzt ist es nur noch Chunky. Anna Diegel. Lediglich mit einer Smoke bewaffnet. Kriegt hier nochmal die M4, das Diffuse Kit aufgehoben. Zieht sich aber wieder zurück Richtung B. Und Resports verkürzt hier erneut auf maximal 1 Punkt Rückstand, nämlich zum 6:5. Seit der verlorenen Piste-Runde. Das Gaming mit dem nächsten Full-Buy. Langsam, aber sicher zeichnet sich hier die teure CT-Seite ab. Und Maybe wieder mit dem First Red Panics. Hat er zwar versucht, mit dem Pre-Fire durch die Smoke irgendwas zu erreichen, aber wurde da relativ zügig bestraft. Ziemlich viele Einzelduelle hier aktuell. Durchgesetzten 3 gegen 3, das wollte ich gerade sagen. Da macht Luis hier den Track auf dem A-Spot. Gibt hier Tomex nochmal den Headshot mit. Der muss hier aufpassen. Gerät jetzt ins Kreuzfeuer. Jetzt ist es Defiant Legit alleine gegen 2. Er springt aufs Geländer rauf. Bekommt hier kein Track. Stattdessen ist es die nächste Runde für Peters Gaming Black. Und die haben jetzt die Möglichkeit, die Halbzeitführung sicher zu machen. Trotzdem sieht es geldtechnisch natürlich nicht rosig aus. Es reicht nur für 3 M4s, eine MP9, während man bei Resports genügend Geld hat, um in 5 AKs zu investieren und in Full Utility. Trotzdem muss man hier jetzt gucken, dass man die Runden macht. Nächster Peak gegen Setten mit von Maybe, aber diesmal Spoon mit der schnelleren Reaktion. Dafür Chunky in der Banane erfolgreich. Das hätte der schnelle A-Execute werden können, da Panthers Gaming mit dem Dreier-Stack gespielt hat in dieser Runde. Diesmal ist es Holy Fuck wieder hier mit der MP9, der an der Smoke lungert. Auf seine Chance wartet. Hallo, ich kann hier einen Double Frag ansetzen. Bitter für Resports. 5 HP bei Luis. Und jetzt der Frag von Spoon. Es ist nur noch Chunky. Und der einzig und alleine Smoke dabei. Spoon jetzt mit dem Bombenplant Tomex auf Graveyard. Und Chunky mit dem ersten, aber er rechnet eher mit dem in Pit sitzenden Spieler. Tomex überrascht ihn von Graveyard heraus. Und somit kommt Resports hier nochmal ran. Es sind noch 2 Runden in der ersten Hälfte. Und es ist für beide Teams noch die Halbzeitführung drin. Jetzt nochmal die Pistol Eco. Erneut geht es in dem Push über Apps. Ah,
Starkes Spiel von Tomex hier in Apps. Flawless Round für Wii Sports Ausgleich. Und da hat der Gutti Rebot einfach mal komplett gestreikt in dieser Runde. Jetzt also die alles entscheidende letzte Runde. Wer geht hier mit der Führung in die Halbzeit? Luis investiert diesmal in die Negev. Musste natürlich gucken, was er am sinnvollsten mit dem wenigen Geld, das er auf dem Konto hatte, macht. Und spielt jetzt mit der Negev vor Apps. Ungünstig von Panix. Wurde da von Holy Fuck rausgenommen. Maybe kassiert hier aber den Frag von Tomex. Kriegt ihn nur auf 7 HP runtergeschossen. Jetzt muss man sich bei Wii Sports entscheiden, wo es hingehen soll. Man entscheidet sich für den A-Spot. Lang abgesmoked. Es ist die 2-2-Deckung bei Panthers Gaming. Und es ist eigentlich das ideale Crossfire von Holy Fuck. Luis. Und fuck hier mit dem ersten Luis ebenfalls mit dem Double Frag. Jetzt ist es nur noch Smile. Er kriegt immer in den Spot geöffnet, kann die Bombe planten, aber er spielt immer noch gegen zwei. Er hat keine Utility mehr, dafür aber Panthers Gaming noch mit einer Flash und mit einer Smoke am Start. Sie kommen beide ballern. Eine starke Reaktion von Chunky. Panthers Gaming also mit der Halbzeitführung von 8-7. Sehr, sehr starke Hälfte. Schönes Comeback von Wii Sports. Man ist endlich in die Partie reingekommen. Trotzdem kann Panthers Gaming hier relativ verdient die Halbzeitführung mit rübernehmen. Direkt erstmal den Timeout reindrücken. War natürlich eine sehr, sehr intensive erste Halbzeit. Gerade dafür, dass wir auf Map Nummer 1 sind, dürfte das ja ein extrem anstrengender Arbeitstag für beide Teams werden. So, bei Wii Sports will man weitermachen. Panthers Gaming braucht noch einen Augenblick. Ich denke mal, dass man sich da entsprechend noch auf die T-Seite einstimmen muss. Es muss jetzt natürlich alles passen. Denn ich glaube, man wird das eine oder andere mal eine Demo gesichtet haben von Wii Sports. Wie agieren sie auf der CT-Seite auf Inferno? Es gibt 4 Flashes, 2 Smokes. Ich denke, dass man da den A-Spot anspielen will. Oder man ist natürlich noch kurz AFK, die Blase entleeren. Vielleicht noch was Neues zu trinken holen. Den Fokus Booster auspacken. Jetzt also kann es weitergehen. Mit der zweiten Pistol Round.
Wii Sports hat, was die Pistol Rounds angeht, einiges wieder gut zu machen. Wenn Panthers Gaming natürlich auch die Pistol Round mitnehmen möchte, um hier den idealen Start in die zweite Hälfte hinzulegen. Es gibt den Mid-Push von Wii Sports. Stellt man sich in den eigenen Molotow. Sehr, sehr viel Map-Kontrolle hier von Wii Sports. Panix mit dem ersten Frag, aber Luis direkt mit der Antwort. Wichtig natürlich trotzdem hier, dass man den schnellen First Frag setzt. Aber es geht weiter für Panthers Game. Und zwar Richtung A. Die Bombe alleine unterwegs im Fuchsbau. Wenn man bei Wii Sports jetzt aber keinen Fehler macht, dann dürfte man hier relativ gut stehen. Wieder der Frag von Wii Sports. Aber auch der direkte Refrag von Panthers. Und Smiley, die fallen hier beide mit einem Frag. Jetzt ist es Chunky alleine. Er hat die Bombe am Mann. Läuft dann da in den Double Stack von Smile und die Fine Legend rein. Somit also diese Pistolrunde für Wii Sports. Es ist der Ausgleich. Und es ist der Vorteil für Wii Sports auf die Folgerunde. Die Bombe konnte nicht geplantet werden von Panthers Gaming. Trotzdem geht man in den Force-Ball. Man gönnt sich zwei MAC-10s, eine P250 CZ, eine Deagle und will natürlich jetzt hier das Überraschungsmoment nutzen, um Wii Sports über den Haufen zu laufen. Aber auch da steht man entsprechend defensiv, um hier nicht nochmal die Möglichkeit zu geben. Dem First Frag auch typisch Bär an der CZ. Kann sich hier Tomex annehmen. Das ist natürlich bitter für Wii Sports, was hier passiert. Aber ein sehr, sehr starkes Spiel von Panthers. Chunky mit dem nächsten Frag in dieser Runde. Und schon ist man hier im 4 gegen 2 Aussicht von Wii Sports. Smile jetzt hier als letzter Überlebender. Kann nochmal einen Frag machen. Muss jetzt aber irgendwie Richtung A-Spot arbeiten. Da hat man sich aber schon die Farmers gesichert. Die Smokes liegen natürlich auch denkbar undankbar. Trotzdem kommt Smile irgendwie auf den Spot. Er muss natürlich hier schnell machen. Hier auf den Push, dreht sich von der Flash weg. Aber am Ende macht typisch Bär das hier sehr, sehr stark. Outplayed Smile da. Und somit geht diese Runde wieder an Panthers Gaming. Man hat sich da mit dem Force Buy belohnt. Hat Wii Sports komplett auf dem falschen Fuß erwischt. Und somit verdient hier die Folgerunde für Wii Sports verhindert. Die müssen jetzt in den Force beigehen. Es gibt drei Deagles, eine UMP. Smile an der SSG. Bringt hier erstmal den Unhit rein. Panix vollendet den Frag, aber unterdessen gab es auch die Frags von Luis von Holy Fuck. Trotzdem ein sehr, sehr schöner Push. Jetzt liegt es an typisch Bert. Und der aimt Richtung Balcony. Panix stand aber unten close. Nutzt das aus. Kann da mit seinen wenigen HP die UMP ins Ziel bringen.
Und jetzt ist es hier ein Schlagabtausch zwischen Panthers Gaming, Black und Wii Sports, die sich hier nicht schenken. Erneuter Ausgleich. Und jetzt der Force Buy auf beiden Seiten. Beide Teams wollen unbedingt den Vorsprung herausarbeiten. Zwei AKs jetzt bei Panthers Gaming, ansonsten nur Pistols. Auf der anderen Seite eine M4, eine Farmers, zwei MP9, eine Scout. Beides nicht optimal, aber man muss jetzt hier natürlich das Beste daraus machen. Sowohl Wii Sports als auch Panthers spielen das hier beide recht defensiv ab. Beide warten auf ihre Möglichkeiten. Die Rotation zu früh von Wii Sports. Es gab einen einzigen Schuss gegen CT. Jetzt die Smoke für lang. Jetzt geht es raus auf den A-Spot. Typisch Bär wird davor geschickt. Findet den Frag gegen Spoon. Jetzt muss Tomix hier erstmal alleine halten. Der kriegt den Headshot. Tomix verpasst den Double Frag. Somit der A-Spot in den Händen von Panthers Gaming. Man muss jetzt hier im 4 gegen 3 nur noch den After Plant ausspielen. Starkes Timing bei Luis. Der findet da nochmal einen Frag. Die Runde ist schon gelaufen für Wii Sports. Man kann hier eigentlich nur noch versuchen, die Waffen zu saven. Smile nochmal mit einem Exit-Track. Aber die Double Digits für Panthers Gaming. Stark gespielt von Panthers. Ein einziger Pre-Fire aus einer CZ hat gereicht, damit Wii Sports verschoben hat. Dadurch war man im 5 gegen 2 Vorteil. Für den A-Spot ist dann relativ zügig rausgegangen. Typisch Bär mit einem wichtigen Entry. Und Atomix hatte da durch den sehr, sehr frühen Headshot keine Möglichkeit, den A-Spot alleine zu verteidigen. Somit am Ende auch eine sehr verdiente Runde für die Tails. Aber die Runde Nummer 20 und erstmal wird Spoon hier verbrannt. Ich glaube, das hat man sich anders vorgestellt auf der Seite von Wii Sports. Hier gerät man sehr früh in der Runde in Rückstand. Entscheidet sich jetzt hier für eine Ein-Mann-Deckung auf dem A-Spot, auf dem B-Spot, während Wii Sports jetzt nur noch mit zwei Mann auf dem A-Spot steht. Panthers Gaming mit drei Mann über Apps vorbereitet. Und die Bombe wird zurückgeschickt Richtung B. Nochmal den Fake. Wieder lässt man sich mehr oder weniger von diesem Fake bei Wii Sports beirren. Jetzt gehen die Smokes raus, die Molotovs hinterher. Man spielt jetzt den Execute gegen den B-Spot, aber Smile unterstützt hier den gepushten Define Legend. Trotzdem kann er hier nicht verhindern, dass die Bombe auf den B-Spot geplantet wird. Muss jetzt hier auf seine Mates warten. Aber Maybe pusht hier einfach mal durch die CT-Smoke Richtung CT. Macht hier sogar noch das 3K. Und Panthers Gaming holt sich erneut eine 2-Punkte-Führung.
geht jetzt langsam aber sicher in die Zielgeraden, während Wii Sports hier in die Eco-Runde geschickt wird. Kann man bei Panthers Gaming beruhigt ausspielen. Mittlerweile 2 AKs, eine M4 SG Farmers, alles am Start. Full Utility dabei. Wenn man sich jetzt hier die Folgerunde sichern kann, dann dürfte es langsam aber sicher sehr schwer werden für Wii Sports hier die Kräfte nochmal zu sammeln, um sich hier zurückzukämpfen. Aber erstmal gibt es den Push über Apps. Da kommt man natürlich entsprechend leicht durch. Panthers Gaming wartet natürlich hier auf den Push. Steht entsprechend weit hinten. Sehr defensiv. Aber anscheinend rechnet man nicht mit einem Push über Apps. First Track durch Smile. Und da ist der nächste Track. Luis zwar als einziger hier mit einer entsprechenden Antwort. Unterdessen geht es über die Banane weiter. Maybe macht hier den B-Spot auf. Wenn Luis hier nochmal das Duell mit Smile hat. Und dann in Panics in die USPS läuft. Jetzt also 2 gegen 2 Retake. Man hat zwar kein Defuse-Kit dabei, aber man kann relativ früh auf den Spot gehen. Maybe nur noch mit 20 HP. Also dürfte es hier an Chunky liegen, diese Runde zu holen. Starkes Play hier von Tomix. Tomix sogar mit dem Frag gegen Chunky. Maybe mit dem Refrag. Und dann macht Maybe hier die Runde. Das darf nicht wahr sein. Panix eigentlich mit allen Informationen, die er braucht. Und dem richtigen Push. Verliert dann trotzdem gegen die Farmers. Somit also auch die Folgerunde für Panthers Gaming. Obwohl sie gegen eine sehr, sehr starke Eco gegen angehen mussten. Am Ende ein 2 gegen 2 hatten, wo Tomex mit der P250 noch den Frag macht. Und am Ende ist es Maybe mit der Farmers, der hier die Runde klatscht. Und wieder kommt Maybe über die Banane mit dem Frag gegen die Fine Legend. Smile ist zwar weggekommen, aber hat nur noch 21 HP. Und entsprechend schwierig dürfte diese Runde hier werden. Zwei Setup bei Wii Sports. Panthers Gaming mit dem B-Aufbau. Es gibt eine CT-Smoke. Eine Serge-Smoke liegt schon und dann geht es drauf auf den Spot. Starkes Prefire von Maybe. Gegen den CT-Boost, gegen Tomex. Smile wird hier ebenfalls rausgenommen. Nur noch Spoon und Panix, die jetzt beide das Kommando gekriegt haben. Zieht euch zurück, Jungs. Das macht keinen Sinn. Geht die Waffen saven. Und Panthers Gaming hat jetzt Runde Nummer 13 im Sack. Braucht hier entsprechend nur noch 3 Runden für den Sieg auf Map Nummer 1. Timeout-Call von Panthers Gaming. Man möchte jetzt natürlich den Money Reset hinlegen bei Wii Sports, um dann hier
auch die letzten beiden Runden nach Hause holen zu können. Erstmal ein bisschen Waffenroulette bei Resports. Es gibt noch mal eine Farmers 2 mit der MP9. Und nur bei Defiant Legit muss man noch gucken, was er sich dazu holt. Ansonsten mittlerweile eine sehr souveräne T-Leistung von Panthers Gaming Black, die hier momentan auf einem guten Weg sind, endlich ihren ersten Map-Win in der laufenden Season einzufahren. Jetzt liegt aber erstmal an B-Sports hier, diese Runde abzuwehren von Panthers Gaming, um zumindest erstmal die Double Digit zu erreichen und sich dann ins Match zurückzukämpfen. Trotzdem geht man hier immer noch sehr offensiv gegen die Mitte vor, zieht sich jetzt erst so langsam zurück. Auch in der Banane versucht man recht offensiv zu agieren. Natürlich will man hier auch die Erfahrung bekommen, die nötigen Informationen, um sich dem Aufbau von Panthers Gaming anzupassen. Wir spielen das bisher sehr, sehr stark hier runter. Wieder mit zwei Mann über die Banane. Smy wird da gleich als erstes draufgehen. Das Spraydown von Chunky. Trotz des Support Flash von Defiant Legit hat Smy da keine Chance. Und direkt das Umschaltspiel bei Panthers Gaming. Zügig die Banane hochgehen. Möglichst noch den zweiten Frag auf den B-Spot zu ziehen. Aber sehr gut gespielt von Defiant Legit, der sich sofort zurückgezogen hat. Somit erstmal nur ein kleiner Rückschlag für B-Spots, was den B-Spot angeht. Da muss man sich jetzt natürlich neu orientieren. Aber es ist einfach stark, was Panthers Gaming hier macht. Mit ein, zwei Nades, die da rausgehen, kann man hier die komplette Rotation bei Resports einleiten. Tomix mit einem Refrag. Defiant Legend mit einem einzigen Frag auf dem B-Spot kann hier den Push nicht verhindern. Jetzt wäre es ein 2 gegen 3. Man muss bei Resports an und für sich in die Vollen gehen. Man hat zwei Flashes dabei, muss hier den Retake spielen. Aber es ist natürlich sauschwer gegen die Dreimann-Deckung auf dem B-Spot. Starker Macht von Panix mit der Flash on-site. Tomix ebenfalls mit dem Frag. Jetzt ist es nur noch typisch Bär. Der ist gespottet, aber der macht den Frag gegen Panix. Und diesmal gewinnt Tomix hier dieses Duell. Aber da kommt zu spät an die Bombe. Somit geht diese Runde am Panthers Gaming Black. Der Money Reset bleibt aber aus. Resports mit der Möglichkeit hier MPs reinzukaufen. Während Panthers Gaming nur noch zwei Runden von dem Map Win entfernt ist. Es gibt die Deagle Eco bei Resports. 5 Deagles, ein bisschen Utility dazu. Und ganz viel Glaube und Hoffnung an sich selbst. Ah,
Starke Support Flash. Smile mit dem Fracking Chunky, der diesmal bestraft wurde, dass er so weit vorgegangen ist, alleine, ohne die Rückendeckung. Trotzdem natürlich noch die Möglichkeit, holy fuck, und Maybe, beide mit dem wichtigen Frag. Maybe sehr stark in der Banane hier, mit der richtigen Antwort gegen den B-Spot. Und vor allem sehr wichtig, dass man hier bei Panthers Gaming zwei Spieler rausgenommen hat. Das Bild hängt. Okay. Also in meinem OBS ist alles... Läuft alles. Ich habe auch keine Fehlermeldung oder irgendwas. Na, stark gemacht von Maybe. Nur noch Panics alleine auf A. Keine Chance. 15 zu 9. Alles klar. 15 zu 9 für Panthers Gaming Black. Und jetzt also 6 Runden Zeit, hier den Sack zuzumachen. Kann Wii Sports sich hier nochmal aufraffen? Schaffen sie das Comeback? Können sie sich in die Overtime retten? Oder fährt Panthers Gaming Black am dritten Spieltag den ersten Map-Sieg ein? Baby und Chunky wieder gegen die Banane. Diesmal Smile mit der AWP bereit auf CT. Aber Panthers Gaming spielt das so gut. Wii Sports will natürlich die Informationen haben. Geht dafür aber immer sehr, sehr hohes Risiko ein. Und das nutzt Panthers Gaming entsprechend aus. Stark von Spoon, hat sich da kurz vom Hühnchen vernaschen lassen, aber er kriegt dann trotzdem den Frag gegen Typisch Bär. Ebenso beide AWPs bei Wii Sports, die hier erfolgreich sind. Und jetzt das 5 gegen 2 Überzahlspiel. Tomex kriegt aber trotzdem nochmal den Headshot von Holy Fuck. Die Bombe jetzt natürlich bekannt, dementsprechend rotiert man da. Während Chunky nochmal über die Banane kommt. Der ist schon durch, aimt da die feinen Legit ab, wartet jetzt natürlich auf die Bombe. 16 Sekunden, der Molotow kommt gut rein, die CT-Smoke hinterher, der Opening-Frag bleibt aber aus, die feinen Legit kann den Refrag machen, kann aber nicht verhindern, dass Holy Fuck mit rumgeht. Der kann jetzt nochmal die Bombe planten und muss jetzt hier alleine im 1 gegen 3 Retake gegen anhalten, um die Map nach Hause zu bringen. Stark gemacht von Panics. Über die Banane. Der erste Matchball abgewehrt von Wii Sports. Es ist der Einzug in die Double Digits. Und es sind nur noch 5 Runden bis in die Overtime. Weiterhin Doppel-AWP-Setup bei Wii Sports. Man will jetzt natürlich so wenig wie möglich verändern. Nur so viel wie nötig. Push gegen die Banane. Man will jetzt hier zügig mit dem Tempowechsel bei Panthers Gaming den B-Spot einnehmen. Chunky verbrennt erstmal seinen eigenen Molotow. Typisch Bär geht hinterher, macht den Opening Frag. Jetzt ist es die AWP in Construction. Das Spreadown aber erstmal von Tomix. Man hat hier eigentlich alles unter Kontrolle. Wieder kann die Bombe geplantet werden, weil Smiley den richtigen Engel nicht findet. Aber erneut ist es Panics.
der da den Frag macht und typisch Bär mit einem interessanten Move geht einfach durch die Smoke durch gegen Construction, springt dann vor der AWP hin und her, anstatt erst den Frag zu machen. Nächster Matchball abgewehrt von Wii Sports. Trotzdem kann man bei Panthers Gaming immer noch kaufen. Es gibt aber anscheinend nur eine Deagle-Eco. Aber auch die können gefährlich werden von Panthers Gaming, wie wir schon gesehen haben. Abwarten, wie Wii Sports hier gegenhält. Es bleibt auf jeden Fall beim Standardaufbau bei Panthers Gaming. Panix verschießt das zweite Mal schon in der Mitte. Muss jetzt aufpassen. Kriegt aber den Frag gegen Holy Fuck, kann sich dann zurückziehen. Alles nochmal gut gegangen. Und Panthers Gaming muss aufpassen, dass man hier nicht so viel Energie jetzt noch reinstecken muss in das Match. Es ist quasi schon so gut wie gewonnen. Es fehlt nur noch eine einzige Runde. Sollte Wii Sports sich hier in die Overtime kämpfen, dann wird das Ganze nochmal neu durchgemischt. Jetzt aber erstmal der Push überlang. Das Backup ist da. Tomex nur mit einem Frag. Panix kann aber unterstützen. Panix mit dem Double Frag wechselt auf die P250. Panix mit dem 4K in dieser Runde wehrt er den nächsten Matchball von Panthers Gaming ab. Und jetzt sind es tatsächlich nur noch 3 Runden. Aber es gibt jetzt nochmal den Fullball von Panthers Gaming. Man spielt jetzt nochmal auf alles oder nichts. Sollte Wii Sports das hier abwehren können, dürfte das relativ wahrscheinlich die Overtime werden. Aber es braucht nur einen klitzekleinen Fehler von Wii Sports. Und das Match, beziehungsweise die Map, geht an Panthers Gaming. Glück für Smile, dass er da nochmal wegkommt. Jetzt soll es anscheinend auf den A-Spot gehen. Verfolgt über Short, aber der schöne Refrag von Maybe gegen Tomex. Beziehungsweise von Typisch Bär. Typisch Bär geht weiter über den Spot. Das müsste jetzt hier die Runde sein. Das müsste der Map-Win von Panthers Gaming sein. Man kann sich nochmal neu positionieren. Ein Spieler onside, einer im Pit, einer auf Short. Starker Frag von Chunk. Jetzt ist es nur noch Smile. Und der wird von Holy Fuck aus dem Spiel genommen. Somit geht die erste Map an Panthers Gaming Black. Und die können sich hier am dritten Spieltag endlich ihre lang ersehnte erste Map auf dem Punktekonto gut schreiben.